Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play Part zu Last Epoch. Wir sind hier, ja, in Akt 5, 4. Auf jeden Fall in der Wüste. Und, ja. Da ist es einfach vorne. Einfach nur auf Spriggan und der hat so eine mega Attack Speed, wenn ich ihn, ja, in diesem Kreis habe, in Gangling Boots habe. Der spammt so extrem. Jetzt habe ich ihn nicht getroffen. Ja gut. So, wieder ein bisschen Mana auffüllen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Nur nicht so crazy werden. So, jetzt Attack Speed. Maximum. Ich denke, das reicht jetzt ein bisschen. Bis ich bei den Passiven bin. Diese eine Passive hier. Gibt auch noch Minion Cast Speed. Ja. Gut. Ganz langsam. Nicht so schnell gehen. Nicht ausrasten. Ah, gut. Wieso rastest du wieder aus? Komm ein bisschen zu mir. Was kommst du hier hin? Brr. Ja, ist ja gut. Brr. Ich weiß, dass du brr. Aber es reicht. Brr. Es reicht nicht mal. Es nützt gar nichts manchmal. Die Gegner sind einfach zu schnell da. Ja, ist ja gut. Ich übertreibe. Brr. Jetzt noch ein bisschen mehr Damage. Crazy shit? Das ist eine Droge. So, er ist da. Ein paar Sekunden und ist da. Also nicht mal eine Sekunde. So, angefangen hat zu casten auf ihn. Sehr schön. Ist doch ein bisschen schwieriger zu spielen, weil ich dann das Teil immer wieder unter ihm setzen muss. Aber ja, dafür macht es mehr Spaß. Ey, das ist einfach verrückt. Ich muss eigentlich diesen Angriff gar nicht mehr einsetzen. Die Totems sollte ich nochmal so ein bisschen platzieren, aber. Ja. Die Totems sind ja da zum Amoschrennen. Die shit is crazy. Ich glaube, ich mache noch ein englisches Video dazu. Beziehungsweise nein, ich warte noch. Sonst kopieren alle mein Bild. Ja, ich habe irgendwas broken. Ja, definitiv broken. Vom Entwickler war das nicht vorgesehen.
Break mal das noch, damit er noch heilen kann. Ich kann nicht mehr irgendwie etwas reden. Ich lache die ganze Zeit im Kopf und auch im öffentlich. Oh. Wer hat das erfunden? Wer hat Spriggan eigentlich erfunden? Summonspriggan ist heavenly OP. Also, ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Auswirkungen hat. Aber scheinbar schon. Ja, das ist einfach alles weg. Wie lange läuft's mit dem Boss? Also, wie lange dauert der Boss? 4 Sekunden. Aber zuerst müssen wir ja noch ein bisschen laufen. So, und auf dem nächsten Level noch mehr Attack Speed. So, jetzt haben wir nur noch Summon Frenzy Totem. Ich weiß nicht, wo ich den Shit da alles hin tun soll. Aber ich könnte ihn noch schneller machen, den Spriggan. Brauche ich unbedingt Eisdorns? Ich brauche den eigentlich ja nicht. Ich kann den sowieso nicht mehr so Ding einsetzen, deshalb. So. 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 Und so. Und so. Oder Totems. Kopfkratz. Nee, nee. Totems nicht auf die rechte Maustaste. Also ich ich kann nicht mehr reden. Ich bin sowas von überrascht von diesem. Ja. Das ist ein bisschen too much. Ich habe diese Robbe endlich gefunden, nach 500 Stunden. Endlich mal diese Robbe gefunden. Aber eben, sie ist, ja. Sie ist halt für richtige Beats mit viel Wart. RIP Blut. Mache ich dann auch noch weiter. So. Brz, 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 brz. Holy shit! That is crazy shit! Ich kann nicht mehr. Ja, das ist nichts für uns. Wir müssen einen Weg finden. Ja, wir müssen auf Poison hier gehen. Das ist Tefref. Tetret. Ah, verbunden mit Laser.
Hat's irgendwo Bleed Chance? Oh, Eternal Blessing. Wirkt denn das? Ich kenn's noch nicht so gut, aber eigentlich schon. Okay, dann weiß ich, dann gehe ich natürlich hier oben zuerst hoch. Ich brauche Eternal Blessing. Autocast. Ich bin faul. Noch mehr, noch schneller. Noch mehr. Los, los, los. Noch schneller. Oh, es ist tot. Oh, Schrein. So. Ein paar Idole. Nein. Ja, schon tot. Was dann, Immunity? Noch Teleport. Was sind denn das? Das sind alles von anderen Klassen. Wenn es Skill Echo ist, okay, das ist für Void Knight. Ja. Fragt sich, wie gut Echo ist, weil. Ja, Space einfach wiederholen, das ist eigentlich, tönt eigentlich sehr cool. Ach schön. Wieder mal so ein lustiger Bild. Ach. Der ist im ersten Level ungefähr so langsam und schwach war und jetzt so mega schnell und stark ist sofort. Wenn das so weitergeht, bin ich auf Level 100 wahrscheinlich alles in Sekunden killer. Ich muss die Tasten noch ein bisschen kennenlernen. Schöne Grafikfehler. Okay, das ist ein bisschen langsamer, bei vielen Gegnern. Aber trotzdem nicht schlecht. Jede Sekunde Chance von 20%. Ist eigentlich nicht so stark. Ah. Lieber festen Schaden als prozentuellen Schaden, alles klar. Nicht so gut. Also auf diesem Charakter jetzt im Allgemeinen sind die Drops jetzt nicht so gut. Mit dem Schaman hatte ich bessere Drops. That's crazy.
sie. Mit Speed. Ich mag Groot. Groot. Noch eine Chance auf diesem Boden. Ich kann einfach das nicht aussprechen. Das ist so schwer für einen Deutsch, für einen Schweiz. Ein Gängling. Gut. Ein Gängling. Ein Gängling. Na, ein Gängling. Wir haben einfach in den 90er und 2000er Jahren einfach kaum Englisch. Beziehungsweise einfach schlecht Englisch, weil wir schlechte, ja, Englisch sprechende Lehrer hatten. Langsame Lehrer hatten. Das ist das größte Problem. Und irgendwie habe ich auch nicht so viel Bock, so schnell Englisch zu lernen. Und sehr ineffizient in Englisch lernen. Soll halt alles Deutsch sein. Ja, wenn Deutsch, USA so runtergeht mit dem Corona, wird es wahrscheinlich bald so sein, dass bald Deutsch dann die Weltsprache wird. Wäre ja schön. Aber es ist auch schwer für die meisten Leute, Deutsch zu lernen. Ach man, wieso kassest du immer falsch? So. Okay, ich hab's eingesammelt. Mal kurz nachschauen, ja. Ist es weg? Ja, Speak with Oracle. Falsche Richtung. Ah, ich hätte einfach unten drücken sollen. Sonst wird man halt immer blöder zurück teleportiert vor das Portal, aber diesmal nicht. An diesem Flecken. Geht es nicht? Ah, also 98, 37. 99, 51. Ist besser. Ja, Dodge-Rating ist aber schlechter. So, du kommst hier hin und die Axt kommt sowieso hier vorne hin. Die habe ich auch ein paar Items, die ich natürlich noch brauchen könnte. Ah. Boah, wie fett. 4 hoch. Ist eigentlich gar nicht so stark für 4 hoch. Sehr schwach gerollt. Hier habe ich auch nichts mehr. Ich habe Cancel gemacht. Gedrückt. Auf Cancel. Auf Cancel. So. Falsch. Hier habe ich alles. Ja, und jetzt? Glancing Blow.
nochmal Glancing Blow. Poison. Ah, hier ist noch viel Damage. Jetzt muss ich nur wissen, wie. Anordnen. So, optimal. So viel Physical Damage wie möglich. Aber Poison on Hit ist ja auch gut. Ja, wie machen wir das? Wir machen Physical Damage weg, machen das rein. Machen das sein. Oh. Machen wir dann später rein. Gibt es nirgendwo Poison on Hit? Nur hier? Muss irgendwie Poison Chance. Ja. Hier. Das ist doof. Du kommst später rein. Fire Damage, Core Damage, Fire Damage, Critical Strike Chance. Gut, wo sind die zwei Kleinen jetzt hin? Wo habe ich die zwei Kleinen hingetan? Da. Noch ein kleiner. Ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht vom Finden. Ja, Lightning Damage. Habt doch Armor. Nochmals. Skillpunkt. Noch mehr Attack Speed. Oh. Attack Speed Wahnsinn. So, schauen wir mal kurz. Geht noch mehr. Da geht viel mehr, Spriggan. Da muss noch viel mehr kommen. Jetzt, wenn ich doch sage, du musst hier hinlaufen, er ist einfach so besessen, an die Wand zu schießen. Oh. Ja. Gestunt oder weiß ich nicht, was mit ihm los war. Oh, das ist ganz groß. Es geht einfach zu schnell. Oh Gott. It's too fast.
Fast and the Furious springen. Melee Attack Speed. Nö, keine Lust. Oh, schon wieder bei Part fertig. Macht doch so viel Spaß. Ja, ja. Kosten untersetzen. Ja, und hier machen wir Armorschritte. Na, Siege Golems, habt ihr noch eine Chance? Ich glaube ja nicht. Nämlich, ich mache jetzt Damage. So. Machen wir wieder ein bisschen blanken Damage. Hier haben wir ausgeskillt und jetzt können wir eigentlich auf Poison gehen. So langsam machen wir ja Pösenschaden. Also mit dem Idol machen wir Pösenschaden, also der Gegner. Ja. Sammeli, Deck Speed. Nee. Es gibt aber Cast Speed für Minions, oder? Auf den Idolen. Ich einfach das Game nicht so gut kenne, weil ich nicht so oft spiele. Naja. Viele Sachen sind halt auch nicht wissen, wenn man nicht irgendwie nachfragt oder so. Kann man einfach nicht wissen. Auch das Wikipedia, das ist bei mir eher so, ja. Okay. Ich verstehe es immer noch nicht. Noch nicht gut erklärt, sozusagen. Holy shit. Too much mana cost. Schon mehr Schaden erlitten. Also jetzt momentan habe ich das Gefühl, ich erleide keinen Schaden. Noch mehr Attack Speed. So. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn ihr wieder einschalten wollt. Macht echt viel Spaß. Also, ja, der Beat hat jetzt nicht etwas von extrem Spannendes, aber es ist einfach witzig. Es ist unglaublich. Vielleicht sogar ein Anfängerbild. Ja, ziemlich cool. Bis dann. Dankeschön und tschüss.